So, da bin ich wieder und jetzt fange ich auch an zu lesen. Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen. Jo. Hehehe, man sieht sich und jetzt verschwindet sie und der Lichtgeist taucht auf. Ba 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 ba. Was war das an der Kamera? Irgendwas hat er geknackt. Na, aber wie gesagt, ich freue mich schon total. Wenn diese ganze Scheiße mit der Kamera nicht mehr ist, dann muss ich nicht mehr neu einstellen, nicht immer die Speicherkarte wechseln. Boah, ein fetter Vogel. Nee, eine Eule. Oder? Boah, mein Name ist Eldin. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Auserwählter. Jo, was gibt's? Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Heiligtum eines stolzen Bergvolkes. Bergvolk? Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Oh nein! Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort von allem, was ihn jetzt noch entweiht. Okay. Also alles töten. Gut. Zwei bis drei Wochen, bis mein Grab-Park kommt. Juhu! Oh, da freue ich mich schon. Ihr könnt euch auch freuen, weil dann gibt's bessere Qualität. Ah, ja, um einiges bessere Qualität, ja. So, wusste ich's doch, dass eine Katze hinkommt. Colin! Link? Boom. Autsch, das tat bestimmt weh, Nasenbremse. Alle voll fies. Na, ich hab's doch gleich gesagt. Link ist gekommen, um uns zu retten. Oh, jetzt steht er wieder auf. Du bist also der junge Mann aus Ordon, von dem diese Kinder mir berichtet haben? Ja, ja. Entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Wobei er ja mehr aussieht wie eine Frau, wenn ich ehrlich bin. Und dies ist meine Tochter Luana. Haha, bei uns voll missachtet. Die Monster hatten uns entführt und dann haben wir uns irgendwo ausgesetzt. Aber der Priester hat uns den Weg hierher gezeigt. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordon kommen, ein Dorf im fernen Latoan, so weit weg von hier. Wir können uns auch nicht mehr erinnern. Auf einmal waren wir gefangen. Alles ist so seltsam. Es ist alles wie ein Albtraum. Genau, als hätten wir uns in einem Albtraum verlaufen. Albtraum, jo. Wie? Ein Albtraum? Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Goronen in den Bergen sahen uns plötzlich als Feinde an. Was? Sie erlauben uns immer noch nicht, auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Sicher findet sich der Grund dafür in der Mine. Ja, schätze ich auch. Nimm auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Nein! Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen, egal was geschieht, schließlich ist es unsere Heimat. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Goronen von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. Okay. Alle gucken mich blöd an. Das wird jetzt auch unsere Aufgabe sein. Wir gehen zu den Goronen. Juhu! Und wir haben Epona immer noch nicht, so ein Mist. Ja, ja. Das hier ist Kakariko. Hat sich ganz schön verändert. Zumindest im Gegensatz zu... wie heißt es? Ocarina of Time? Ja. Hier ist Burns Bombodrom. Ja, hier können wir nachher Bomben kaufen. Kabums! Da geht's noch nicht weiter. Da ist leider abgeschlossen. Und hier ein Schild.
Feuerwerk, Ebene von Hyrule, Hauptstraße. Aha. So. Nehme ich einfach mit. Einfach so aus Spaß. Mal sehen, ob ich es jetzt auch noch habe. Das ist... Ich hab's natürlich nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommt auch der Teil, wo ich das erste Mal absolut verzweifelt bin. Also beim ersten Mal durchspielen. Was? Ein Gorone? Halt! Menschen haben hier keinen Zutritt. Hier beginnt das Territorium des stolzen Volks der Goronen. Wer hier eindringt, wird es bereuen. Oh oh. Okay, okay, ich bin bereit. Ich halte dich auf. Ja! Nein! Du Schwächling, so kannst du gegen einen Goron nie etwas ausrichten. Ist dir das klar? Dann mach, dass du von hier verschwindest. Bin ja schon weg. So, diesen Rat habe ich beim ersten Mal nicht befolgt. Folglich stand ich hier ungefähr 1,5 Stunden oder so, allein um an diesem ersten Goron vorbeizukommen. Ich hab's nicht geschafft. Dann bin ich irgendwie immer noch wieder zurückgerannt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann ist mir das hier passiert. Ah, du bist wohl auf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst. Da musste ich dir einfach folgen. Aber sag mir, Link, du willst doch nicht etwa zu den Goronen am Feuerberg. Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren. Und jemand, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Aber einen Menschen kenne ich, der genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt der Goronen zu verdienen. Sein Name ist Boro, genau. Der Bürgermeister deines Heimatdorfes Ordon, den meine ich. Oh oh, du solltest ihn besuchen und um Rat fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohnern berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. Jawohl, noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen, aber zu Fuß durch Ebenen voller Monster, das wäre viel zu gefährlich. Die Kinder werden wir so lange in Kakariko betreuen. Ach so. Aber die Eltern in Ordon sollten sich keine Sorgen machen. Sag ihnen das. Ja. Jetzt dürfen wir nach Ordon zurück. Aber vorher passiert etwas. Oh, Epona! Bäh, Monster! Ich hoffe, ich schaff's beim ersten Mal, weil ich habe nur noch 2 Minuten. Los, Link, du schaffst es. Nein, was machst du denn? So, aufspringen. Jetzt wird zugeritten. Erstmal zureiten, das Pferd. So. Zureiten. Ja? Ja. Das ist schwer. Nein, ich hab's falsch gemacht. Ah, verdammt. Geschafft. Hey, wir haben unser Pferd wieder. Wow. Okay. Damit verabschiede ich mich erstmal für diesen Part. Bis zum nächsten Mal, euer RenGLP. Tschüss!